Mr. Gravens jetzt empfangen. Kloppo will den BVB verlassen und Müller Wohlfahrt hat keinen Bock mehr, die Bayern ärztlich zu versorgen. Aber wir hauen nicht ab. Wir bleiben hier. Ist schön. Star Wars Fans, aufgepasst! Wenn auch ihr so richtig harte Star Wars Fans seid wie ich, dann solltet ihr die nachfolgenden News nicht verpassen. Okay. Denn nicht nur aus der Gaming-Welt von Star Wars gibt es Neuigkeiten, nein, auch der neue Trailer zum kommenden Star Wars Abenteuer ist am 16. April erschienen und zufälligerweise erschien auch der neue Trailer zu Star Wars Battlefront mit echten Spielszenen am 17. April. Berichten zufolge sollte Star Wars Battlefront am 17. November diesen Jahres für PC, Xbox One und PS4 erscheinen. Ein Quellcode des Webauftritts beinhaltete offenbar den Release-Termin des Games und genau das bestätigte der Trailer, der am 17. April veröffentlicht wurde. Eine etwas unerfreuliche Nachricht gibt es jedoch. Wie der Entwickler DICE jetzt offiziell bestätigte, wird der Multiplayer-Shooter Star Wars Battlefront wohl keinen Battlelog-Support erhalten. Aber auch das werden wir als geborene Star Wars-Fans verkraften. Im Film hingegen sollen wieder viele der guten alten Charaktere der älteren Star Wars Filme zu sehen sein. Achtung, Spoiler! Es sollen Han Solo, die gute Leia, Luke Skywalker, C-3PO und sein Freund R2-D2 und natürlich der gute alte wieder auf der Leinwand zu sehen sein. Na, habt ihr schon genauso viel Bock wie ich? Im Dezember diesen Jahres soll der Film dann endlich in die Kinos kommen und vorher müssen sich die Fans wohl leider mit dem Spiel noch zufrieden geben. Oder einfach die guten alten Spiele und Filme wieder einlegen. Wir haben vor 2 Wochen von einem Typen geredet, der Bloodborne durchzockte, ohne sich aufzuleveln und jegliche kritischen Treffer. Krasser Dude auf jeden Fall. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, hier ist eine Verlinkung von dem Video, wo man mehr über diesen Typen erfährt. Was ich aber jetzt gesehen habe, ne, ohne Spaß. Wie krass sind die Leute drauf. Der hat das Spiel mit der Guitar Hero Gitarre durchgezockt und das nicht mal in knapp 9 Stunden. Was? Ich hab Dark Souls immer noch nicht durch und der ballert einfach das Spiel mit einer dummen Plastikgitarre fertig. Und warum er das so gemacht hat, das ist eigentlich ganz einfach. Sag mal, bist du eigentlich behindert? Ja. Da war doch bestimmt Alkohol im Spiel. Der junge Herr heißt auf YouTube GB Beardsley, hat schon ein paar Videos hochgeladen, wo man sieht, wie er die ganzen Bosse niederstreckt. Wie lange er am Anfang dafür gebraucht hat, wissen wir leider nicht. Ich will es auch nicht wissen, denn ich bin scheiße neidisch auf diesen Kerl. Irgendwann wurde es ihm anscheinend auch zu langweilig und dachte sich einfach, ich versuch's einfach mal mit einem Drum Controller. Und ja, der Typ packt's trotzdem. Hurensohn. Und ich stehe da wie so ein kleiner Hund am Straßenrand. Eine kleine Information noch am Rande, der Typ ist keinesfalls Japaner oder ähnliches. Er hat Skill und ich hasse ihn. Hurensohn. Ich werf mich jetzt in mein Bett, hoffe, dass es in den 60 Sekunden News gibt, die mich aufmuntern und ja. Tschüssi. Dass Bethesda zum ersten Mal bei der E3-Konferenz dabei sein wird, ist nichts Neues mehr, aber das Bild hier wirft die Gerüchteküche wieder um, denn wir lesen hier Tallboy. Dishonored 2? In Amerika standen im März 2 Spiele ganz oben auf der Verkaufsliste. Zum einen Bloodborne, zu Recht, und dann noch Battlefield Hardline. Ich wollte mich doch verarschen, oder? Da letztes Jahr der Ansturm auf der Gamescom so riesig war, wird die Ausstellungsfläche um 7% vergrößert. Das nennen wir mal Geilomatikon. Juhu!
Ein offizieller Trailer zu Guitar Hero Live ist aufgetaucht, wo man sehen kann, dass man ab sofort auch in der Ego-Perspektive zocken kann und man nun ein Musikvideo-Netzwerk startet, wo ständig neue Musikstücke eintreffen. Digga, das könnte fett werden. EA nahm letzte Woche mehrere Free-to-Play-Titel vom Netz, unter anderem Battlefield Heroes, Need for Speed World und auch FIFA World. Oh oh, wir wissen, was das heißen könnte. Hallo, das ist die Enka, die Folge ist nun leider vorbei. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann schaut doch mal bei Facebook vorbei, lasst ein Gefällt mir da. Abonniert diesen Kanal hier Video Games Front oder unseren Kanal Bunze Bunze. Und wenn ihr noch mehr News haben wollt, dann schaut doch mal in Facebook in die Gruppe Xbox One News Germany. Ansonsten hoffe ich, dass ihr hier wahnsinnig Spaß hattet und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüssi. Ciao. Ich wirf mich jetzt in mein Bett, hoffe, dass die 60 Sekunden mich aufmuntern und Knuffel niest halt einfach mal voll rein. Yo, was geht?